Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen zurück zu Bird Gut. Oder Bird Gut. Hab ich jetzt spontan vergessen. Und ja, wir müssen jetzt mal nach Stomach City. Darüber müssen wir über diesen Stacheldraht, der uns nicht mag. Aber früher oder später schaffen wir es da schon rüber. Geht doch. Fuel. Gut, nehmen wir mal mit. Ah, da kommen wir nicht weiter. Hm, das ist ja clever. Nicht so lange warten. Und brauchst du das Fuel hier? Fuel me. Dann schippern wir rüber. Mit einem Dampfschiff. Ist ja süß. Birds, Boss. Alles klar. Ui, das Schiff heißt übrigens Blubas. Gucken, wo wir hier überall hinkommen. Noch mehr Fuel? Naja, für unser Schiff. Da ist anscheinend der Sprit ausgegangen. Dann fahren wir weiter. Juppaidi und Juppaida. Go, Blubas. Go. Go, go, go. Go, go, Power, Blubas. Lass mich raten, hier geht gleich der Sprit aus oder kommen wir langsam rüber? Bloß nicht in die Magensäure abstürzen. Denn Abstürze mag niemand. Ja, da hoch kommen wir nicht. Ja gut, das ist der Rückweg. Das verstehe ich. Setz mal dich da rein. Wunderbar. Ja gut, weiter sollte man nicht laufen. Sonst werden wir hier zerhackstückelt. Hoppala. Ich glaube, ich hätte eins von den Teilen hier rausschieben sollen. Nö. Dann machen wir dich dicht. Wunderbärchen. Und dann geht's wieder runter. Dann können wir hier dicht machen. Und da haben wir wieder Fuel. Das war ja einfach. Wie der hier die ganze Zeit am Rumtapseln ist. Komm rein. Fuel. Go, go, go. Und mit Anlauf. Hopp, hopp, hopp. Und eingeschürt. Da gucken wir mal. Jetzt geht da alles kaputt. Nicht meine Schuld. Und wir sind auf der anderen Seite. Ein Teddybär. Guck. Ein Teddybär. Oh. Guck mal. Das ist mir mehr als genug Zeit. Wow. Spinnen die jetzt komplett? Uhuhu. Und nun? Ach so. War das der richtige Weg? Wir wissen es nicht. Doch, sieht danach aus. Wow. Langsam, langsam, langsam. Und hopp. Hopp. Wow. Hier muss man ja alles timen. Sonst kommt man ja gar nicht weiter. Schau erstmal, dass ich so hoch wie möglich komme. Mal, was es hier gibt.
Warum nicht gleich so, ne? Abkürzung. Guck mal einer an. Gut, ich glaube, die Flasche könnte man gebrauchen, oder? Deswegen nehmen wir sie erstmal mal mit. Hui, Milch nehmen wir auch mit. Hey, ein Sprayer. Lolz. Wow. Ja gut, in die Häuser kann ich leider nicht rein. Aber meinen Müll nehme ich mit. Die sind ja alle hypnotisiert. Wah, 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 lauf. Ist das eine Annäherungsmine? Nee, es ist keine Annäherungsmine. Juhu. Alles klar, wir müssen den Wachen da ausweichen. Hoppala. Gut, haben wir es geschafft. Dann geht's hier rüber, da rüber. Dass ja immer alles kaputt gehen muss. Ui. Ich glaube, ich muss das komplett runterfahren, ne? Wir kommen hier hin. Da muss ich da einfach nur rüber. Passiert da irgendwas? Nicht wirklich. Sollte ich da wieder runtergehen? Nicht so weit runter. Das Spiel ist so brutal. Also, ist klar, nicht zwischen die Häuser. Jetzt habe ich es verstanden. Mal hier rüber. Oh. Langsam, 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 langsam mit den alten Joeys. Komm ich da rüber? Jo. Wunderbar. Hoppala. Rollt er sich einfach zusammen und rollt mir entgegen. Langsam hier. Nee. Haut so nicht hin. Nee, so auch nicht. Aber so. Was haben wir jetzt denn gemacht? Wir pumpen Milch. Hey, die Milch hat uns einen Aufgang geöffnet. Ja gut, müssen wir vielleicht da rein? Dass eine so gute Idee ist, da reinzugehen. Today's Menü, Grüll. Ah, guck mal, da muss ich durch. Die sehen mich gar nicht. Plopp. Ach ja. Und nochmal, weil alle guten Dinge 750.000 sind. Plopp. Muss ich vielleicht doch auf die andere Seite? Nee. Immer mit der Ruhe, dann klappt das. Alter. Was erwartet uns da noch? Ruhig, Joey. Ruhig bleiben. Wenn der Joe ruhig ist, dann ist er eben ruhig. Fast. So, nochmal richtig so. Läuft. Muss ich nur zu helfen wissen. Oh. Hast das Ding nach mir geschossen? Du gehst natürlich nicht dran kaputt, ne? Oh,
500.000 Schalter. Okay, du öffnest dich. Muss ich das verstehen? Aber da ist jetzt das hintere zu. Kann ich die Tür irgendwie blockieren? Das war explosiv, oder? Au. Also muss ich das von vorne bis hinten durchblauen. Guck mal, alles offen. Der grelle Wahnsinn. Dann gehen wir einfach, ne? Und immer weiter, hoppala. Und ab mit den Fisch. Hey, what's the password? Dingskirchen? I said, what's the password? Can you hear me? Schnuffel? Ah, forget it. I can see you're not brainwashed. Go on in. Alles klar. Gut, geh mal rein. Do not enter. Oh, wir sind jetzt in der Kolonie der Nicht-Gebrainwashten. Hi. Are you the headless one? The headless one. Oh. Liegestützen. Hi. Fire, fire. Alles klar. Luke, Craig, a newcomer. Hey, newcomer. Where's your head? How aren't you brainwashed? Hello? I ask you a question, newcomer. Oh, can you? Oh, I see. Craig, I think it has a disorder. Oh, you don't say. Hi. Headless one. Oh. Are you our savior? Ja, ich bin euer Erlöser. Headless one. Kann ich mich... Moment. Hi. I help you. Moment. Whoop. Das hatte ich so nicht vor. Nee, ich kann dir nicht helfen. Sir. Ma'am? Are you the headless one or not? Whatever, I can see you aren't wearing a hat anyway. Our leader is expecting you. Euch wird erwartet von deren ihrem Chef. Is it you? Is it really you? Yeah. It is... Oh, headless one. It's just as the prophecy predicted. And I came with the prophecy to keep myself from going insane with hopelessness. Well, I guess right. Anyway, welcome to the stomach, headless one. I assume you have come for exposition? Für was bin ich gekommen? Moment. I am the crowned leader of this gathering. And as you may have noticed, we aren't brainwashed like all those other bugs out there. That's because we all wear these sinfoil hats. With these hats on, we can't be brainwashed, and scanners can't detect us. We set up camp here in this little nook years ago, and we've been waiting for the day that someone like you shows up. Someone who made it through without a head. The headless one. None of us have been able to escape the bird, and those who tried couldn't make it out of the stomach. None of us have the skill to evade the mind-scanning device and other obstacles, and so we have waited eons for one who can. You are the chosen one. You are one we have been waiting for. Only you can finally free us from this bird. Ach, kann ich das? Here is a plan. You will use your vast intellect and extraordinary skills to make it past Stomach City, through the acid ocean, and to the end of the intense
Tins. Once in the Ententines, you will find the explosive supply. Explosives with the bird use as a defense mechanism when dropped from the cologne. Just some basic anatomy. When you get to the cologne, you right rig up the bombs to explode inside the bird, breaking it open from the inside and freeing us all. But it's dangerous to go alone, so take this radio. I'll stay in contact and give you directions. Now go. We've rigged up this elevator to take you to the highest of the Stomach City. Hop aboard and you'll be on your way. Der grelle Überwahnsinn. Damit tatsächlich den Widerstand gefunden. Wieso sollten wir nicht einfach alleine verschwinden? Ja, so hoch hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Au. Das tat weh. Und nu? Guck mal. Da sitzt einer mit einer Käppi und guckt von der Brücke. Dann gehen wir mal rüber. Was gibt's denn auf der Seite? Testing, testing. Hi, it's me again. I thought I'd fill you in one. I fill you in on what exactly this place is. This is Stomach City. You've already seen part of it. This is where all of the brainwashed bugs go to eat and sleep. It's constantly under construction, constantly making room for more mindless slaves. This place is typical crawling with brainwashed bugs, but lucky for us, most of them are off at their jobs. Anyway, over and out. Do I need to say that? Ich glaube nicht, dass du over und out sagen musst. Ja, er hat die schöne Stadt gebaut für die ganzen braingewaschten Insekten, die hier alle arbeiten, tun. Sie erst da alles rüberschieben? Ja, so nischt. Oh, muss ich da jetzt wieder komplett hoch? Naja, zumindest haben wir das Gespräch hinter uns. Ich glaube, ich muss die Kisten irgendwie so anordnen. Ja, genau, ich muss sie da runterschieben. Dass das was wird. Ist das so korrekt? Ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, genau so. Das war richtig. Wenn die Kisten wenigstens wieder zurückgesetzt? Ich weiß, ist nichts. Oder hätte ich die nach links rüberschieben müssen? Wobei, dann wären die halt dieses Loch gefallen. Alles so complicated. Au. Und nochmal. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das ist leider das Ende von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also bis denne. Tschüss.